Süß. Süß, süß, süß. Oh, schwierig. Eher Team salzig. Würde ich mich entscheiden müssen, süß oder salzig, dann würde ich sagen, in dieser Reihenfolge. Viel. Alles. Und zwar Sauerkraut mit Knödeln. Aber mittlerweile liebe ich es, ja. Aber ich habe da Zeit lang gebraucht. Erst so, als ich 18, 19 war, glaube ich, habe ich das gegessen. Ich habe als Kind Käse gehasst. Jetzt liebe ihn. Ich weiß gar nicht, was mit mir passiert ist, aber das ist, glaube ich, oft so. Lakritze, glaube ich, ist etwas, das ich nicht lange im Magen behalten würde. Leber. Bäh. Ich mochte nie Sellerie und ich mag es bis heute nicht. Brauche ich echt nicht. Mein All-Time-Favorite-Lieblingsgericht sind Kärntner Kasnudeln. Wenn man sie gut macht, also da gibt es Unterschiede. Germknödel kann eigentlich alles, was süß ist. Ich bin leider sehr süß. Kaiserschmarrn, immer. Halt noch. Schwäbische Maultaschen und Zander. Sarma. Das liebe ich auch schon immer. Das sind Krautwickel, die damals, das ist ein furchtbar kompliziertes Rezept. Man muss da irgendwie im Winter anfangen, Kraut einlegen, damit man dann im Frühjahr Sarma machen kann. Ich glaube, das haben sie gemacht, damit Frauen nicht berufstätig sein können. Aber es ist absurd, wie lange man für gewisse Rezepte braucht. Aber ich glaube, Sarma von meiner Mutter ist für immer das beste Essen auf der Welt.